Wie? Nee. Hast du gerade Tschüss gesagt? Sag, du bist total schön. Schön? Ja, das ist das orange Hemd, was man in der bunten Beleuchtung nicht erkennt. Ich setze kurz den Kragen neu, damit ich euch auch ordentlich betreue. Liebe Loi, Tee. So, jetzt komme ich hier etwas zugeknöpft rüber. Aber umso größer wird der Effekt sein, wenn ich das orange Hemd gegen ein schwarzes austausche. Was ich auch schon drunter trage. Yeah, baby. It's about to get dirty up in here. Bitte erzählen Sie das nicht weiter. Dies ist eine private Veranstaltung. So, ausreichend verunsichert könntet ihr jetzt schon mit der nächsten genialen Idee kommen. Also da hinten ist so eine Denkzelle. Also, nehme ich. Aber das reicht noch nicht für uns. Was? Woody Woodpecker? Also Specht. Specht, bist du hier? Ja, Specht ist hier. Specht ist nämlich der Woody Woodpecker. Wir fangen an mit dem Woody Woodpecker bei der Arbeit. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. 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 Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. 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 Woody Woodpecker. So, jetzt haben wir fast alles zusammen, was wir brauchen. Woody Woodpecker. Specht. Ist auch schon eingebaut. Brauchen wir noch was oder fahren wir damit jetzt einfach ab? Der Song findet im Wald statt. Mein Kopf ist aus Holz, das erzähle ich euch nicht ohne Stolz. Wirklich, er ist sehr fein gearbeitet und ich nehme ihn immerhin mit. Doch dann kommt ein Specht und der findet meinen Kopf auch nicht schlecht. Und schon nimmt er leider Platz und sagt, ich hack dir rein, mein Schatz. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. Hohoho. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. Woody Woodpecker. Specht. Apropos Specht, wichtig ist, dass ihr euch heute nicht erbrecht. Mit dem Alter weiß man nicht mehr, wie viel man kann vertragen, yeah. Man trinkt sich dann einen an und dann kommt auf einmal einer mit einem Dübel an und sagt, komm, rauch mal den Ofen. Und dann guckst du aber in die Röhre. Oh, und dann musst du degubilieren. Dir könnte es gar nicht besser passieren. Deswegen gib fein Acht, denn heute ist nicht deine letzte Nacht. Mit dem Alter entwickelt sich das Leben. Und so kannst du dir nicht mehr die Kante geben. Doch Woody Woodpecker kommt vorbei und macht Knick, Knack, Knock. Aber wisst ihr was? Ich hätte jetzt auf euch alle hier beim Schnalzenborg. Wer von euch kann schnalzen? Bitte aufs Timing achten. Digga, der hat doch wohl einen Vogel. Ja, das ist richtig. Doch das ist gar nicht so wichtig. Denn am Specht sind auch Flügel dran. Aber Hauptsache, der kann dübeln, Mann. Er bohrt ein Loch in den Baum, wo vorher keins war. Doch ich frage euch, fuha, sag mal, seid ihr noch da? Ja! Das klingt eigentlich auch ein bisschen Lateinamerika-mäßig, ne?
Also das ist dermaßen brachial schief gegangen. Woody Woodpecker spricht. Woody Woodpecker. Die Woodpecker spricht. Woody Woodpecker. Woodpecker spricht. Woody Woodpecker. Specht, bist du da? Woodpecker spricht. Woody Woodpecker. Der Specht kam vorhin mal rauf und fragte, sag mal, wann geht der Floor hier auf? Hier ist noch gar nichts los und naja, der Dancefloor war groß. Wir haben uns kurz unterhalten, haben unsere Namen ausgetauscht. Daniel war es nicht, er sagte, gib es schlicht, nämlich Specht. Ja, ich sagte gar nicht schlecht, das ist ein Name, an den ich mich erinnere. Und so sind hier vielleicht 100 Leute in dem Zimmer, aber Specht, das weiß ich immer. Woodpecker. Oh, Specht. Woody Woodpecker. Woody Woody. Oh. Woody Woodpecker. Yeah. Woody Woodpecker. Specht. Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Specht. Vielen Dank.